Dann sagen wir nämlich, dass das schon mal Schlafplätze sind für die kommenden Helden. Arena, Balkon, Baracke, Taverne, Taverne. Wo ist es doch? Irgendwo hat es sich versteckt gehabt. Kann ich nicht mehr über das Ding drüber bauen? Das ist aber nicht so schön. Na gut. Dann müssen wir es eben anders machen. Kein Problem mit. Dann haben wir Zeit. Einmal hier und einmal dort. Einmal hier und nochmal hier. Dann machen wir noch hier einen Raum. Und hier machen wir dann den Essensbereich hin. Wie kommt der Weg dorthin? Hier könntest du doch etwas weiter nach rechts bauen eigentlich. Mach ich auch. Können wir die... Ja, diesen... Muss ich jetzt leider zerstören. Unschön, aber na gut. Der kann zum Beispiel stehen bleiben. Das ist schon mal ein Vorteil. 1, 2, 3... Dann bauen wir hier hinten den Essensraum hin. Dann haben wir nämlich zumindest drei Stück im Untergrund. Das müsste immer noch so sein, dass einige Helden gerne unten wohnen und andere eher oben. Wenn es hier die Tische macht. Doch, das kann man so machen. Das haut doch hin, das ist wunderschön. Und dazu die Taverne an sich. Taverne, hier. Geht so nicht, warum geht das nicht? Okay, expandiere Taverne. Hier rüber. Beziehungsweise das hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen pizza. So. Das ist eine Taverne. Expandieren. Hier rüber. Expandiere doch noch hier rüber. Expandiere dann auch hier rüber. Und hier rüber. Ich weiß nicht, warum es hier jetzt nicht geht, aber... Komisch. Na gut, schauen wir uns doch mal die Belagerung an. Was will uns denn angreifen? Okay. Der Blub und seine Freunde möchten uns angreifen. Ich glaube, das wird nichts. Nee. Aber wir können sie jetzt mal beim Scheiden zuschauen. Komm, Blub, komm mal her. Komm, greif an. Blube dich doch mal ein bisschen nach vorne. Du darfst. Jetzt haben sie ein paar Gegner. Gehen die denn hin? Jetzt haben wir da oben schon wieder jemand Knochen ein. Doch. Hey, wer greift meine Vögel an? Könnte ich tun? Nein, okay. Sie gehen nur die merkwürdigsten Pfade, die man sich vorstellen kann. Aber na gut, soll mir recht sein. Oh, hier liegt einfach mal ein Stein rum. Auch nicht schlecht. Hab ich den jetzt? Wo sind denn? Ah, hier sind die Blubs. Ah, ich verstehe, sie machen einen weitreichenden Angriff. Der natürlich ins Bodenlose wird, denn keiner ist da. Ach, die machen gerade alle Essen. Ah, okay. Und die Kuh ist gestorben. Nein, sie haben Mathilda getötet. Ihr Schweine. Eleanor. Und Oliver. Haben sich ja gerade die beiden Besten ausgesucht dafür. Ja, die haben keine Chance. Da wird gerade nur Eleanor angegriffen. Tatsache. Na? Leicht verletzt. Oh, langsam. Mache ich mir aber um Eleanor Sorgen. Ach, wobei. Ach gut, das sind ja die nächsten schon wieder. Juri, oh Gott, das sind ja alle. Und die nächsten ja natürlich Oliver. Kein Problem für ihn. Also so viel zum Thema Schleimangriff. Das war, ja,
Ein Satz mit X. War wohl nix. Aber dumm, dass sie hier alle in unserem Eingangs, in unserem Durchgang hier besiegt haben. Soll man fast kein Geh bekommen. Deswegen bauen wir einen Haupteingang und eine Mauer mal alles drumherum. Aber es wird alles noch kommen. Ach, sind die Plätze hier immer noch vergeben oder so? Aha! Gewusst wie. Okay. Das soll alle... Ach komm, hier unten machen wir den kompletten Grave-Look. So rüber, so rüber. So rüber hier. Komm. Soll doch nach was ausschauen, soll das. Eingang. Wunderprächtig das Ganze. Dazu natürlich auch eine wunderschöne Tür, die natürlich hier drin war. Nein, verdammt. Hier war sie drin. Tür. Knochentüren, Knochentüren. Und innen. Ach stimmt, wir haben nur Holztüren. Na komm. Wir haben so viele Knochen, da können wir dann massiv. Hey, Dewitzka. Massiv viele Knochentüren bauen. Und hinten muss ich dann dringend nochmal aufbauen. Minenkommando, los geht's. Und ich hätte gedacht, ich hätte hier genug freigebuddelt. Aber denkste. Dann könnten wir eigentlich hier noch gleich ein bisschen Holzwände hochzimmern. Die normalen, die hätte ich eventuell auch mal noch nehmen sollen. Ach egal. Machen wir es mit denen jetzt vor uns. Oh, das ist natürlich falsch. Ich möchte nicht, dass ein Holzblock in der Tür steckt. Denn ich glaube, das könnte dann problematisch werden, durchzukommen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das verlangt weitere Tests. Mit diesen Kühen. Und ein neuer Durchgang nach hinten. Ach Gott. Okay. Hoffentlich nicht zu viele Monster dahinter. Jetzt muss ich mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aktuell muss ich eigentlich nur einen Platz für 6 Leute machen. Also müsste eigentlich reichen, wenn ich hier eine Wand ziehe oder eins weiter. Da unten kommen natürlich Steintafeln hin. Das ist eine Mauer. Komm, nimm mal großzügig dann hier ein bisschen was. Jetzt habe ich hier... Natürlich. Gigantische Spinnen und grüne Slimes. Warum auch nicht? Also die Überfälle werden langsam etwas häufiger. Ich könnte es natürlich auch ausstellen, aber dann wäre der Spaß komplett weg. Ich meine, ich kann ja nicht meine Zeit damit verbringen, was aufzubauen und Leute hier im See zu versenken. Wäre zu langweilig. Na komm, traut euch. Traut euch mal, Leute anzugreifen. Und die kriegt den Bonehead. Und Mathilda hat keine Waffen mehr. Warum hat Mathilda keine Waffen mehr? Eisen und Hosen. Brustkorb, aber... Das ist was Neues. Das haben die Lebenszeit irgendwie. Moment. Bevor die Belagerung weitergeht, muss ich doch hier waffentechnisch Militär. Mach doch einfach mal... Eis brauchen wir dafür. Eisen. Einen einzigen Bonecup. Ups. Wieder zu machen. Dankeschön. Damit die arme Mathilda auch mal wieder ihre Waffe bekommt. Die erste schon. Moment mal. Ach, die wurde im Schlaf überfallen, die Maria. Oh, das ist aber fies. Das ist aber richtig fies. Was soll denn das? Kannst du nicht einfach unsere arme Maria abschlachten hier während dem Schlafen? Ja, jetzt ist sie.
Sie hat Schlaf getötet. Okay. Auch nicht ohne. Eventuell einer von euch da mit angreifen? Jetzt geht's nach da unten. Ah, haha, siehste. Kein Überlebenschuss, aber mitten auf der... Ah. Mitten auf dem Weg. Hier ist wesentlich schöner. Wo geht denn der Blob jetzt hin? Er muss mit Amelia kämpfen, da hat er den Arsch gerade gezogen. Wie, war's schon wieder vorbei? Das war gar keine Herausforderung. Und so schnell, meine Freunde, kann es gehen. Fordert meine Tanze heraus und sie werden euch leicht töten. So, kümmern wir uns noch hier drum? Natürlich. Jetzt hier kommst du hin. Hier ist noch ein freier Platz. 1, 2, 3. Hier kann man da hinten schon. Jungs, ist sich hin. Das heißt, hier ist ein Weg frei. Tisch. Stuhl, Tisch, Stuhl. Doch, wenn man es hier hinten durchzimmern, passt es eigentlich. Einmal expandieren und zwar so rüber. Und dann außenrum einfach eine Mauer ziehen. Bingo. Natürlich müssen die ganzen Steine schon mal wieder einsammeln. Beziehungsweise, wenn sie klug genug wären, müssten sie dann eigentlich schon... Also wir haben hier auch noch gar kein Holz gehackt. Müssten sie die Steine direkt hier nutzen. Nein, sie nehmen natürlich erst das gelagerte Zeug. Nicht das Effektivste, nicht das Effektivste. Aber wenn die letzten paar Steine hier hinsetzen, können wir uns mal etwas umschauen. Denn das Beste wäre es, ein Steinbett eigentlich hier zu haben. Da dem nicht so ist, und ich muss sagen, wir möchten ja ein bisschen Unterscheidung hier drin haben, schlafen unsere Helden alle in einem Knochenbett. Dazu noch ein kleines Nachtkästchen, damit sie sich auch wohlfühlen. Haben wir Holz, haben wir das. Und einen Thron. Ah, nee, den gibt's nur im Thronsaal. Aber es gibt ja noch etwas Dekoration für innen drinnen, Indoor. Schafft brauchen wir nicht, aber etwas Licht wäre eventuell gut. Hier für eine romantische Stimmung. Ich meine, wir haben jetzt eh schon hier alles im Knochenschema. Wir haben hier eine Arena und auch einen kleinen Balkon. Ein Pseudo-Balkon. Oh, da fällt mein. Ich kann das ganze Ding eigentlich... Wir können es mehrstufig machen. So eingebettet in den Boden das Ganze. Am besten hier rein. Will das denn gehen? Ich weiß nicht. Der Platz reicht nicht ganz aus. Das könnte man damit zum Schloss hinbauen. Oder schauen wir mal. 1, 2, 3. Balkon mit 3 nach oben. Ah, nee, es haut nicht hin. Es wäre ein etwas größeres Projekt. Das, was ich mir vorgestellt habe, ist, dass wir die Fläche, Oberfläche so lassen. Und ab hier dann, sagen wir mal, den Bereich hier um 1 nach unten buddeln. Balkon machen. Noch um 1 nach unten buddeln. Und es wird immer kleiner, bis dann unten wirklich dann die Arena ist. Aber das reicht hier hinten und vorne nicht aus. Wir haben hier, hier unten können die Sinn machen. Hier hinten ist der Essensraum. Scheiße. Okay. Ich kann den Essensraum woanders hinpflanzen, aber... Der Berg muss ja auch noch weg. Ah, das wird eine Aktion werden. Ich meine, hier wollte ich eigentlich das Schloss hier so rechteckig hinbauen, aber irgendwie, Ja, das braucht noch alles so seine kleinen Feinheiten. Aber jetzt, meine Freunde, Heldenkönig kann kommen. Ist ja was zu schlafen? Ach, stimmt, der Raum ist noch gar nicht
ist noch gar nicht dicht. Natürlich wäre gut. Zwei Steintafeln. Ach, wenn ihr euch jetzt wundert über die. Die habe ich letztens über einen der Händler gekauft. Ja, okay, gut. Farbe bekommen wir hier eh die ganze Zeit hin. Also verkaufen welche. Kaufen dafür etwas Stein an, denn Stein ist ja limitiert. Und jeder Stein, den ich hier zerstört, tut mir ja auch in der Seele irgendwie weh. Deswegen werde ich auch... Scheiße, ich hätte die Bonkels auch kaufen können. Ja, so genau passe ich auf, wenn ich Let's Plays mache. Ja. Zumindest habe ich einige der Statuen gekauft gehabt noch.